Poetry. The points are not the point. Sie nennen sich die zynischen Gossip-Huren. Applaus für Kätel und Martin Fritz, bis sie auf der Bühne sind. Ja, hallo. Wir sind die zynischen Gossip-Huren und wie der Name schon sagt, wir sind sehr zynisch, machen uns über alles lustig. Aber heute haben wir einen Text mitgebracht, wo es wirklich um unsere ganz ehrlichen Gefühle geht, nämlich zu einem See. Und es ist vielleicht hier in Kärnten schwierig zu verstehen, wo die Seen ja alle so wunderschön sind und riesengroß. In Innsbruck, wo wir herkommen, ist es ein wenig anders, da sind die hässlicher. Aber trotzdem lieben wir diesen See sehr und auch wenn ihr ihn jetzt nicht kennt, um den es jetzt bald gehen wird und andere Ortsnamen, dann macht's wie wir und fühlt ihn einfach. Feel the room. So ab Mitte April fängt es jedes Jahr spätestens an. Dass ich jeden Wochentag so ab 5 Uhr am Nachmittag gar nicht anders kann. So ab Mitte April. So ein unruhiges Gefühl. So wie wenn kleine, flauschige Babykätzchen auf Regenbogen. Martin, nein, weiter. Achso, ja, dann, also so wie wenn man volle Zach dringend aufs Klo muss und dann kann man es endlich laufen lassen. So ein unruhiges Gefühl. Dass ich raus will. Wohin sonst doch niemand will. Nämlich. Aussie in die Rossau. Dahin will sonst doch keine Sau. Doch ich radl aussie aus meinem Bau. Die Sill entlang Abi zum Inn. Den Inn entlang Abi. Unter der Grenoblerbrücken durch. Unter der neuen Straßenbahnbrücken und neben der Grenoblerbrücken durch. Und weiter bis zum Baggersee. Denn jeden Tag ab 18 Uhr ist freier Eintritt im Baggersee. Jeden Tag ab 18 Uhr kriegst du gratis ein im Baggersee. Und wenn etwas gratis ist, dann kannst du doch nicht entgehen lassen. Word! Gratis Baggersee für alle. Yeah, yeah, yeah. Jetzt kommt der obligatorische Gangster-Rap 3. Sweet K in the house, yo. Yeah, yeah, yeah. Früher war's ein Schottergruben, heute ist's meine gute Stuben. Sein tut's allem nur die gleiche Dreckslacken, doch tun mir nix lieber wieder umflacken. Yeah, Sweet M, gib die Leute doch mal ein paar basic Infos. Gern. Der Baggersee, amtlich Badesee Rosau, ist mit einer Fläche von 2,8 Hektar und einer 53.000 Quadratmeter großen Liegewiese der dritte größte See im Stadtgebiet Innsbrucks. Seine maximale Tiefe beträgt 6,5 Meter. Trotz der intensiven Nutzung bleibt die Wasserqualität konstant bei Stufe 2. Stufe 2. Ja. Also ich glaube, das ist bei Wasserqualität dann ungefähr so wie die Martin Fritz Texte Solo, oder? Ja, aber hat es jemals jemand gestört? Nein. Wir sagen Lanzersee, Schmanzersee, Möserersee, Schnösersee. Wir sagen ein nur Baggersee, Baggersee, ein nur Baggersee. Hey, es gibt da gar keine Kontroverse, es ist einfach eine Wohlfühloase und das ist auch mal keine leere Phrase. Was bringt uns allem in Ekstase? Baggersee! Wohin entleere ich meine Harnblase? Baggersee! Wo stinkt's nach Kläranlagabgase? Ihr wisst es längst, ey! Baggersee! Ins Wasser gehen kann Staatswort leicht maximal. Hey, hey, ich brauch kein Promi-Deck, weil das finde ich so. Sowieso live weg, ich brauch keinen Rheintaler oder Krummsee, weil die Leute dort sind einfach dumm, ey. Was bringt uns allem in Ekstase? Baggersee! Das ist mehr als nur so eine Phase! Baggersee! Was lieb ich heiß und mit Emphase? Ihr wisst es längst, Baggersee! What? Ja, es braucht zum Glücklichsein doch gar nicht viel. Blärerte Geschrappen, Sonnenbrand und ein Kinderkrokodil. Sonnencreme, Eislutsch, kaum Badeinsel. Liegewiesen, Kinderbecken samt Gewinsel. Ballspieler, Gitarrenheinis und alle anderen Grenzen. Die sich nix genieren und einfach ins Wasser fetzen. Apropos, Entschuldigung, Kettel, du kannst nicht mal Klo. Martin, wir haben jetzt noch 2 Minuten, du kannst jetzt echt nicht Klo gehen. Ja, ich muss schon so dringend Klo. Du kannst jetzt aber nicht Klo gehen und seien wir uns mal ehrlich, am Baggersee warst du eh besser, weil am Baggersee kannst du auch im Klo. Am Baggersee kannst du alles, was Spaß macht. Umliegen, Sonne brateln, Fußball schauen. Umliegen, fein haben, Sonnenbrillen vor die Augen. Und bist du noch so unbeholfen, dann kannst du allem noch Minigolfen. Gerne. Und das Allerbeste am Baggersee sind die Durchsagen. Dilidi! Leiteln bleib's, wie lang es will,
so wie ich sage, uns nimmt's enkern Mull mit, bitte Leute, nimmt's enkern Mull mit, aber bleib's, wie lange es willst. Das ist nicht so wie am Lanzersee. Achtung, in einer halben Stunde wird der See geschlossen. In einer halben Stunde wird geschossen. Achtung, in einer halben Stunde. Und wenn wir dann so am Baggersee liegen, dann kommt früher oder später immer die Idee. Eis, oder? Bier und Pommes. Pommes und Bier. Bier und Pommes. Das ist unsere liebste feine Welle. Da gibt's nämlich Wellenpommes. Bier und Pommes am Baggersee. Bier und Pommes ist, was ich sehe. Bier und Pommes am Baggersee ist sehr okay. Bier und Pommes am Baggersee. Denn wo ist unsere Lieblingsrestaurantterrasse? Baggersee. Wohin zeigt meine Nase? Zum Baggersee. Was bringt uns Olmin Ekstase? Ihr wisst es längst eh. Baggersee. Wir wollen euch. Poetry. The points are not the point. Poetry. Come on, yo, everybody. If you can.